Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Beim letzten Mal hatten wir das letzte Herrscher-Pokémon besiegt, das war sogar ein Doppelteam. Und wir sind kurz davor, diesen Storystrang endlich abzuschließen. Ich habe schon mal einen Flug dorthin unternommen, wo wir hin mussten, ja, zum Leuchtturm zum allerersten. Da im Hintergrund ist er schon. Aber vorher, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass ich da alles, was da rumgeschwommen ist, abgesehen von diesem einen Elektro-Pokémon, dass ich das dort gefangen habe. Und die Liste ist ein bisschen lang, was ich da am Pokédex-Einträgen habe. Es sind 16 Pokémon. Ich werde 8 davon übernehmen und die anderen beiden auf meinen Schultern. Jeweils 4. Ich mache extra heute mal ein bisschen mehr, damit die ein bisschen weniger erzählen müssen. Also, ja. Da fangen die jetzt gleich sofort an. Aber vorher möchte ich noch auf eine andere Sache eingehen, auf Pikmin 4. Ich werde das ab diesem Freitag endlich anfangen. Und ab nächster Woche wird es dann auch eine komplette Pikmin-Woche geben. Warum das so ist, das erkläre ich dann am Freitag. Warum das so lange zum einen gedauert hat, bis ich endlich Pikmin aufgenommen habe. Ich habe das Spiel schon längst gekauft, falls ihr fragen wollt. Aber wie gesagt, ich erkläre das alles bei der allerersten Folge zu Pikmin 4. Da wird sich alles erklären. So, ihr kriegt jetzt einen Zeitstempel über mir, bis wohin ihr springen müsst, damit ihr die Pokédex-Einträge überspringen könnt, falls ihr sie nicht hören wollt. Hier haben wir Espinole und das Eisdrachen-Pokémon. Es stürzt sich kopfüber in den Kampf, indem es eisigen Atem aus dem Maul stößt. Mit seiner Rückenflossenklinge erledigt es Feinde. Es hat tatsächlich irgendeine Klingenfähigkeit bekommen, als ich direkt die Entwicklung bekommen hatte. So, als nächstes Azumarill, das Aquahasen-Pokémon. Fällt es sich regungslos und lauscht, so kann es hören, was sich in reißenden Flüssen verbirgt. So, als nächstes hier ist Schluckwech, das Giftbeutel-Pokémon. Es kann einen ganzen Reifen auf einmal verschlingen. Seine Poren sondern eine äußerst giftige Flüssigkeit ab. Ja, man sieht ja auch, dass es den Maul, das Maul sehr weit aufkriegt, wenn es die Animation einmal macht. Also, kommt hin! So, als nächstes Glibunke, das Giftmund-Pokémon. Aufgrund seines starken Überlebensdrangs kämpft es selten fair. Ist als Maskottchen äußerst beliebt. Und direkt darauf folgend haben wir Toxiquark. Auch ein Giftmund-Pokémon. Es ist die Entwicklung von Glibunke natürlich. Toxiquark verfügt über einen Giftsack an seiner Kehle. Quark es schäumt das Gift und wird so noch stärker. Und hier haben wir als nächstes Arctip, das Eisklumpen-Pokémon. Mit minus 100 Grad Celsius kalter Luft erschafft es sich einen schützenden Eispanzer. Trifft es auf Frostpino, kommt es zu Streit. Und hier haben wir direkt die Entwicklung Arctilas, das Eisberg-Pokémon. Sein gigantischer Eiskörper zerschmettert alles, was ihm in die Quere kommt. Treibt es im Meer, sieht es in einer Eisscholle zum Verwechseln ähnlich. So und zu guter Letzt von meiner Schwerte aus Enthorn, das Enten-Pokémon. Enthorn mag Stille, langsam fließende Flüsse und Seen. Es ist ein sehr anmutiger Schwimmer. So, als nächstes liest Drim euch die Einträge vor. Natürlich darf ich mal wieder den Anfang machen. Hier haben wir zuerst Kamaup, das Taubheits-Pokémon. Das heiße Magma in seinem Höcker dient ihm als Energiereserve und verleiht ihm enorme Stärke. Als nächstes haben wir Argilusa, das Abtrennungs-Pokémon. Es kann sich sehr schnell regenerieren, wirft es Teile seines Körpers ab, wird es leichter und ist somit imstande, seine Beute flink zu attackieren. Kleiner Funfact übrigens, das Vieh hat scheinbar mega genervt aufs Screen. Als nächstes haben wir Kräuter, das Missgunst-Pokémon. Es beißt sich oft an Scampisto fest, ohne dieses zu fressen. Das hält man für eine Angewohnheit aus einer Zeit, als Kräuter noch am Leben war. Und hier haben wir als letztes auch direkt in die Entwicklung von Kräuter, nämlich Phandra, das Betreuer-Pokémon. In der Lunge sammelt es Energie, die ist dann Abschied. Es kümmert sich so lange um Kräuter, bis dieses ausgewachsen ist. So, dann ist jetzt Noah dran. Ich los, du kleine Hexe. Wen nennst du hier Hexe, du Mini-Dämon? Pass bloß auf, dass ich dich nicht versiegle. Und warum krieg ich direkt wieder so ein süßes Pokémon? Das ist Evoli, das Evolutions-Pokémon. Das Erbmaterial von Evoli ist anomal. Die Strahlung von besonderen Steinen lässt es mutieren. Hier ist auch direkt eine der Mutationen.
Das ist Aquana, das Blublasen-Pokémon. Seine Zellstruktur ist der von Wassermolekülen ähnlich. Daher kann es mit Wasser verschmelzen und so unsichtbar werden. Als nächstes haben wir das süße Dratini, das Drachen-Pokémon. Es ist bereits bei der Geburt sehr groß. Durch permanentes Häuten wächst es schnell und wird noch länger. Als letztes haben wir hier die Entwicklung von Dratini, und zwar Dragonir, das Drachen-Pokémon. Es wird als heiliges Pokémon bezeichnet. Wenn sein gesamter Körper ein wenig leuchtet, ändert sich das Wetter. So, Shining, jetzt bist du wieder dran. Ja, Leute, das waren dann mal alle Pokémons, die ich da gefangen habe, plus ein, zwei Terrorite-Pokémon und die Entwicklung von meinem Vospino. Wir haben aber natürlich noch was einzusammeln. Nämlich meine Belohnung für die ganzen Einträge. Ich habe bisher 180 Einträge und ihr seht die Zahl da oben, ne? Also die höchste Zahl, die ich habe, ich gehe mal davon aus, dass Gespenst eines der letzten ist, ist 392. Und ich habe 180. Ich habe so ungefähr die Hälfte der Pokémon. So ungefähr. Ihr könnt mich natürlich in den Kommentaren korrigieren, was die eigentliche Hälfte bzw. wie viele es eigentlich sein sollten. Aber zuallererst würde ich jetzt endlich mal sagen, lass dahin gehen. Na, Pepper? Oh, war easy. Klingt sehr begeistert. Warum das denn? Na gut, als Kind ist das natürlich kacke. Und das erklärt auch, warum Mastepio so, dir so sich wichtig ist. Du willst nicht rein, oder? Es klingt für mich wirklich nicht so, als ob du da rein willst. Irgendwie fies, dass er nicht selbst auftaucht, ne? Okay. Okay. Ich habe so das Gefühl, dort Kampf mit ersten legendären Pokémon.
Ja, sicher. Nur nicht jetzt sofort wahrscheinlich. Einmal dorthin und gucken, wie stark das erste Pokémon ist. Aber pass auf, dass Masti sich nicht verletzt, ne? Jo, bin bereit. Ja, ich mache mir Sorgen. Irgendwie habe ich schon damit gerechnet, dass wir gegen Massepioso noch kämpfen müssen. Und natürlich auch gegen Pepper. Aber ich bin natürlich heilfroh, dass das Pokémon gesund wieder ist. Du fängst mit einem Schlaraffel an. Na gut, daran sehe ich jetzt, welches Level mich erwarten wird. Okay, ich sollte wirklich danach noch ein bisschen trainieren, dass ich mindestens Level 60, 65 mit allem bin. Also nicht sofort zu dem Schlund. Psycho-Beiße, aua. Die Attacke kenne ich gar nicht. Ich sollte eventuell zu Lucario wechseln. Pentera, das war das Elektro-Pokémon. Also wahrscheinlich die Entwicklung von dem einen Elektro-Tentacher. Oder täusche ich mich und war es Boden? Nee, ich glaube, du warst Boden. Los, Ballon da! Entschuldigung, dass ich hier überhaupt ausgewechselt habe. Ich hatte das zweite Tentacher einfach auf falsch auf dem Schirm. Das tut trotzdem weh. Aqua-Durchstoß! Genug daneben. Danke. Als ob du noch lebst. So, Ballon da jetzt erstmal geheilt. Okay, ich hab verstanden. So, ich habe jetzt erstmal Ballon da mit dem Vitalkraut wieder hochgepäppelt. So, tschüss. Ach ja, ich habe Mascagato irgendwann Überreste gegeben nach dem letzten Part. Welches Pokémon? Jalapeno. Das war das Pflanz- und Feuer-Pokémon.
Ich hatte nicht auf den Namen geachtet, ich hatte es zu schnell weggedrückt. Schlaue Idee. Ich zeig dir mal, wie man richtig brutzelt. So, Flammenwerf. Du hast jetzt nicht ernsthaft einen Crit gehabt, oder? Espinodon, los. Ich muss dringend trainieren nach dem Part. Dieses Jalapeno ist Level 60, das sehe ich sie jetzt erst. Los, Großklingenstoß! Saitigant. Go Ballonda. Ich sollte vom Prinzip her schnell auf jeden Fall sein. Ach nö. Wenn ich jetzt Pokémon wechsle, kriege ich Schaden. So, als nächstes kommt Austoss. Ja, Maskagato mit Gigasauger. Auch wenn ich ein bisschen Schaden jetzt nehme. Gigasauger sollte regeln. Danke für die Heilung, mein Freund. Und jetzt kommt Überrest und halt mich nochmal. Und wir wissen, welches Pokémon als letztes kommt. Und da werde ich meine Terra-Version nutzen. Lucario. Das ist Fiose, ist wahrscheinlich mit Abstand das stärkste von ihm. Level 63. Ich trainiere auf jeden Fall vorher, bis ich auf Level 75 bin. Bevor. Ach, 75, 65. Bevor ich darunter gehe. Und das sehen wir uns gerne an. Welchen Typus hast du gerade angenommen? Ich glaube, Unlicht ist das, oder? Ja, kommt mir entgegen. Ich nutze nämlich Kampf. So, meine Initiative steigt dadurch, dass ich nicht angreifen konnte. Ableithieb! Aber ich trainiere auf jeden Fall, bevor ich in dieses Loch gehe. Ich habe so keine Chance. Der Kampf war ja allein schon knapp. Hm.
Aber wahrscheinlich gehe ich da erst sowieso hin, wenn ich alle Orden habe. Wie wär's mit Nemila? Was hätte der gesagt, wenn ich Cosima gesagt hatte? Das war doch, glaube ich, die mit dem Pikachu-Rucksack, oder nicht? Nee, Evoli-Rucksack war das. Wir haben den Pfad der Legenden abgeschlossen, Leute. Steht da auch links jetzt endlich. Okay, beim Weg des Champs haben wir sowieso noch zwei vor uns. Und wir müssen auch noch zwei von den Teammitgliedern vernichten. Hier, Versteck der Feenmitglieder müssen wir aufmischen. Und das der Kampfmitglieder. Und hier die beiden Arenaleiter, die sitzen ja direkt nebeneinander. Da werde ich wahrscheinlich beide Folgen am Stück machen. Also mein Plan wäre, jetzt von hier aus nach oben zu beiden. Also erst den Kampforden von der einen hier, dann hier die Eisarena, darauf folgen die Geisterarena und dann noch die Feenmitglieder. So sehe mein Plan auf jeden Fall aus. Der Part ist wahrscheinlich ein bisschen länger geworden. Aber wir haben den Pfad der Legenden jetzt, wie gesagt, ja abgeschlossen. Ihr habt ja gehört, was das nächste Ziel ist. Wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ciao!